Hallo und herzlich willkommen zu meinem Informatikprojekt. Ähm, ich habe mithilfe des ESP32 eine Binäruhr gemacht, die die Zeit zählt und je nachdem die Zeit ausgeben kann, mithilfe von zwei Schaltern kann man die bestimmte Uhrzeit eingeben. Die Sekunden laufen immer durch von 0 bis 60 und die Minuten und nicht Stunden kann man jeweils mit dem Schalter einstellen und von da an läuft dann die Uhr durch. Also kann man mit diesen Schaltern die richtige Uhrzeit einstellen und schon hat man eine funktionstüchtige Uhr. Hier nun der Schaltplan, den ich mit Fritzingen gemacht habe für die Binäruhr. Hier sind jeweils die LEDs der Stunden, der Minuten und der Sekunden da gelegt. Sie werden mit Hilfe von einem zwischengeschalteten äh, Widerstand von 470 Ohm mit dem ESP32 jeweils verbunden zu den jeweiligen Pin. Dann werden noch die zwei Schalter, die ich hier habe, ähm, mit jeweils den 3,3 Volt, das ist die Stromversorgung für die Schalter, versorgt. Die gehen dann über die verschiedenen Leitungen wieder zurück auf den jeweiligen Pin als Input. Ich habe hier noch einen Pull-down-Widerstand zwischengeschaltet für die Schalter, damit, ähm, wenn der Schalter aus ist, er nicht eine falsche Information weitergibt, sondern dass er wirklich auf Ground gesetzt ist. Nun komme ich ähm, zu dem Programm, welches ich für die Binäruhr programmiert und benutzt habe. Als erstes werden die Stunden, die Minuten, die Sekunden und der Status 1 und Status 2 jeweils als globale Variablen definiert und deklariert. Dann habe ich die Pins verschiedentlich zugeordnet, also auf dem ESP32 für die LEDs, jeweils für die Stunden, die Minuten und für die Sekunden und natürlich auch für die Schalter. Diese werden dann in dem Void-Setup jeweils als Ausgabe oder Eingabe der Pins oder Schalter definiert. Die Schalter werden als Input definiert und die LEDs jeweils als Output. In der Funktion Einstellen wird Status 1 entsprechend für die Stunden und Status 2 entsprechend für die Minuten mit Digital Read Schalter H oder Digital Read Schalter M. Überschrieben. Digital Read gibt jeweils aus, ob etwas High oder Low ist, also ob der Schalter von H oder von M gedrückt ist oder nicht. TMP1 und TMP2 sind jeweils Bool -Hilfs äh, Hilfsvariablen, die zum Entprellen der Schalter nützlich sind. Falls dann Status 1 gleich High ist, also falls der Schalter gedrückt wird und TMP1 gleich False ist, soll er 150 Millisekunden warten und die Stunden hochziehen. TMP1 True setzen. Und falls nun Status 2, äh, 1 wieder Low ist, also für, falls man wieder loslässt und TMP1 True ist, soll er wieder TMP1 gleich False setzen. Das hier gilt für die Stunden und das hier für die Minuten. Nun zu der Hauptfunktion void loop. Hier habe ich eine verschachtelte y-Funktion benutzt, welche die Zeit hochziehen lässt, ausgehend von meinen 1000 Millisekunden, welche einer Sekunde entspricht. Falls diese 1000 Sekunden erreicht werden, werden dann die Sekunden aufgezählt bis 59. Dabei wird dann noch die Funktion einstellen aufgerufen und die Funktion ansteuern falls die 59 erreicht sind, geht er in diese while Funktion rein, zählt die Minuten auf, addiert die Minuten auf, setzt die Sekunden wieder auf 0 und lässt wieder die, diese while Funktion durchlaufen. Das geht immer so weiter, bis dann die Minuten auf 58 sind. Diese, wenn dies passiert, springt er wieder hier in diese while Funktion rein. Dort werden dann die Stunden aufgezählt, die Minuten werden wieder auf minus 1 gesetzt und die ganze Funktion hier läuft so lange durch, bis die Stunden bei 22 sind. Dann werden die Stunden wieder auf minus 1 gesetzt, die Minuten auf minus 1 und die Sekunden auf 0. in der funktion ansteuern ist der binärcode für die stunden, für die minuten und für die sekunden enthalten hier wird dann mit hilfe einer if-else-if-funktion jeweils die verschiedenen möglichkeiten aufgerufen und was dann passieren soll falls dann zum beispiel die stunden gleich 0 sind soll alle LED leds ausmachen falls die stunden dann 1 sind soll nur die erste led anmachen und so weiter und so fort, das geht dann bis 24. Für die Stunden, für die Minuten, der Binärcode geht dann von 0 bis 60. Und für die Sekunden von 0 bis 60.